Wer hier arbeiten will, der muss geimpft sein. Und das schon seit November letzten Jahres. Im Pflegeheim Haus Schlossblick war man das ewige Hin und Her leid und hat kurzerhand Nägel mit Köpfen gemacht. Wer sich nicht impfen lassen wollte, musste bei voller Lohnfortzahlung zu Hause bleiben. Ich denke, im pflegerischen, medizinischen Bereich sollte man das wirklich vorantreiben. Positive Einstellung zu der Impfung sollte man schon haben. Doch obwohl mittlerweile alle der Mitarbeiter geimpft sind, eine Impfpflicht per Gesetz, damit kann sich nicht jeder anfreunden. Also von der Impfpflicht, sage ich ehrlich, bin ich nicht überzeugt. Weil es heißt immer, der Mensch darf ja immer noch selber entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Doch das sieht der Bundesgesundheitsminister anders. Denn noch immer sind 23,8% der Bevölkerung ungeimpft. Und insbesondere die sieht Lauterbach auch durch die neue Omikron-Untervariante BA2 gefährdet. Gleichzeitig verlangsamt sich das Impftempo. Am Freitag vergangene Woche ließen sich noch knapp 224.000 Menschen impfen. Diesen Freitag nur noch rund 156.000. Lauterbach will deshalb die Impfpflicht für alle ab Oktober. Virologe Hendrik Streeck allerdings widerspricht. Allen Menschen haben ein Impfangebot gehabt. Bei der vulnerablen Gruppe haben sich mindestens 88% geimpft. Wir haben unheimlich viele Genesene. Ich habe mich öfter schon skeptisch gegenüber einer Impfpflicht geäußert. Ein wichtiger Aspekt, da sind Sie sich im Haus Schlossblick sicher, vulnerable Gruppen schützen. Unter anderem auch dank der hohen Impfquote gab es hier bisher nur 4 Infizierte. An Corona verstorben ist niemand.